Okay. Grandioses ist geschehen, Digga. SNAGA, Snacks, Bitch, bleib, wer ich bin. Hat einfach ein Album gedroppt, Digga. Und es ist für mich so, mir bedeutet es wirklich was. Ich sag dir ehrlich, so Snagger, ich kann es ja nicht immer oft genug, ich will ihm auch nicht jedes Mal den Riemen lutschen, ne? Aber Snagger, ich bin einfach Fan, Digga. Ich bin auch Fan geblieben, auch wenn ich jetzt selber seit 20 Jahren Mucke mache und langsam das Ganze anfängt, Früchte zu tragen. Merke ich einfach, dass ich bei Leuten, bei Rappern, bei Artists wie Snagger einfach Fan geblieben bin, Digga. Und ich habe mich gefreut wie ein Honigkuchenpferd, als er mir zwei, drei Worte auf Instagram geschrieben hat, sich einfach nur für den Support bedankt hat. Und das, Digga, ich sag dir einfach, der Typ ist einfach zu krass und ich hoffe, irgendwann versteht das jeder, Digga. Ja, ich respektiere Snagger, ja. Ich habe hier, das Album habe ich halt schon viel gehört, ne? Fangen wir doch einfach mal. Ich glaube, dass mir Leute geschrieben haben, Digga, Snagger, Alto, musst du dir reinziehen. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt alles von ihm reinziehe. Ich bin da sowieso, das ist auch so Reactions bei Rappern, die ich feiere und mag und wo ich Fan bin, ne? Ist ja auch bei Kolle so oder einem SSIO oder bei einem Motrip, der jetzt auch bald wieder released. Es gibt so ein paar wenige, Digga, da bin ich wirklich Fan geblieben, so, ne? Aber bei Snagger ist es einfach so was anderes, weil Snagger, ich habe das immer gemerkt, wenn ihr euch meine RBA-Runden von früher anguckt, wo ich noch JMC hieß, wenn ihr euch die anhört, ne? Dann, ich habe das auch nie geleugnet, ich habe nie einen Hehl daraus gemacht oder irgendwie gesagt, das stimmt nicht so. Mein Snagger ist so mit für mich der größte Einfluss. So diese Art zu betonen, und meiner Meinung nach hört man das heute noch in meinen Songs. Dieses Aggressive und diese, was weiß ich, Punchline hier, Punchline da, Digga, der. Ja. Ist schon echt krass. Deswegen bin ich immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich jetzt hier in dem Fall auf Snagger reacte, weil ich euch so auf Deibel komm raus, wird meine Oma sagen, klar machen will, wie krass er ist. All right, enough of this bullshit. You understand? SNAGA. Snacks, bitch. Bis jetzt waren so die ganzen Singles waren ja so ohne Hook auch und so. Das ist einfach nur so, weiß ich nicht, 32, 48 Bars runtergetrallert, Digga, ne? That happen? I did everything they told me to. Sowas, ich mag auch die Beat-Auswahl, die er pickt. Er nimmt oft, ich will nicht sagen langsame Beats, aber es sind schon eigentlich langsame Beats, um einfach so diese, da kommt einfach seine Delivery, seine Power, seine Energie so geil zu tragen. Weil er so viel Space hat, um die Pointe aufzubauen. Das ist so. Da sitzt einfach bei ihm so gefühlt jedes Wort. Ich glaube, Snagger ist auch ein Typ, Digga. Es gibt so. Ist auch so ähnlich wie bei SSIO. SSIO hat auch so eine Art und Weise, Dinge auszusprechen, dass sie einfach cool klingen. So total. So Worte oder Sätze, die eigentlich nicht cool klingen, aber wenn sie in SSIO oder in Snagger oder auch. Gibt natürlich andere. Ich will jetzt nicht nur bei denen bleiben, aber in dem Fall sind wir bei Snagger. Wenn Snagger die ausspricht, die haben so einen eigenen Klang, Digga. Es bleibt spannend, wer wird Hurensohn des Jahres? Ich hab ne Liste, die ist länger als dein Arm ist. Kein. Ich hab ne Liste, die ist. Das ist, was ich meine mit diesem. Ich will nicht sagen, Pointen aufbauen. Der Beat ist jetzt auch nicht unbedingt langsam. Lass den 86, 88, 90 BPM haben. So, das geht schon. Aber ich komme eigentlich so immer auf so 98, 100 BPM. So, das ist so dieses, wo du so auch ein bisschen mehr spitten kannst. Ne? Kannst auch auf so einen Beat spitten, aber Snagger ist ja nicht der Spitter. Snagger ist der so. Der macht auch keine krassen Zeilensprünge oder so, der macht irgendwie mal da irgendwelche Triolen-Flows oder sowas rein, oder der macht halt jede Zeile ist so gefühlt ein Statement. Statement. Es bleibt spannend. Wer ist der Sohn des Jahres? Ich hab ne Liste, die ist länger als mein Arm ist. Ich tätowier mir die Adresse, wo ich wohne. Ich löcher so viele. Ich hab vergessen, wo ich wohne. Nein, das ist kein Spaß, mein Bester. Guck backstage, du denkst, es sei ein scheiß Casting für ein Blasorchester. Plan, ob der Richtige des Jahres. Ich hab ne Liste, die ist länger als dein Arm ist. Kein Plan, ob der Richter mich begnadigt. Fakt ist, die Welt ist besser, wenn du Pisser nicht mehr da bist. Auch immer diese Laid-Back-Flows. Das Einzige, was halt wirklich, wirklich schade ist, ist, dass seine ganzen Songs, die er gerade aktuell kickt, wirklich so Mix- und Mastering-technisch wirklich so auf so einem. Ja, nicht mehr up-to-date Style sind. Das ist wirklich so, da müsste eigentlich. Ja, es klingt nicht zeitgemäß, so die Mische. Das ist wirklich, was ich schade finde, so, ne? Aber egal.
Style, Flow, Punch als Frau und keine Qualität. Redet vom Business, aber nicht Fakt ist, die Welt ist besser, wenn du Pisser nicht mehr da bist. Redet vom Business und vom Bares, doch Jungs wie ich wissen noch, was wahr ist. Ich steh mit beiden Beinen im Leben. Du stehst mit deinem Bein in der Scheiße und mit deinem auf deinem eigenen Planeten. Das ist auch geil, das ist auch geil. Snagger ist auch der King von irgendwelchen Redewendungen so. Ne? Manchmal so, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Und das ist jetzt keine Redewendung hier, mit dem du stehst mit einem Bein in der Scheiße, mit anderen auf dem eigenen Bein. Aber der hat so diesen Hang dazu, auch immer das so bildlich, metaphorisch darzustellen. Das finde ich brutal geil. Du stehst mit deinem Bein in der Scheiße und mit deinem auf deinem eigenen Planet. Ist mir rausgerutscht, war aufgeputzt. Ist mir rausgerutscht, Planet. Ist mir rausgerutscht. Gott sei Dank hat deine Alte mir das rausgelutscht. Dann mein Haus geputzt, dann nach Haus im Bus. Geld für Ticket gab's auch, niemand wurde ausgenutzt. Ich seh Rapper, ich seh einen Haufen Schmutz. Du siehst Snagger, dann wird's dir auch bewusst. Hier gibt's keinen Augenkuss. Ich fuck dein Leben ab, bis du freiwillig über'n Schlauch an deinem Auspuff flutscht. Das ist so geil, Snagger, Digga. Ich fuck dein Leben ab, bis du freiwillig an einem Schlauch aus der... Fuck dein Leben ab, bis du freiwillig über einen Schlauch an deinem Auspuff flutscht. Es ist so fett, Digga. Ich bin einfach Fan. Das ist jetzt so ein Track, sag ich dir ganz ehrlich, das ist, ich will nicht sagen, untypisch für Snagger ist es nicht, aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt auch nicht so ein Beat, wo so die ganz krasse Snaggerness rauskommt, so, der ist ein bisschen zu ruhig für so ein Snagger-Ding, aber ich find's trotzdem geil. Feature mit Cashmo würde passen, finde ich null. Find ich gar nicht, Digga. Cashmo ist eher so Long Beach, Chili Milli am Pool mit einem Drink, Sonnenbrille auf und Snagger ist halt einfach, Digga, ich fahr Panzer über deinen Strand, Digga. Mit dem Cold Snacks freiwillig über'n Schlauch an deinem Auspuff flutscht. Hol dir jetzt mit dem Cold Snacks 10% auf ein Seil deiner Wahl und häng dich bitte weg, du Bastard. Oh, Digga! Nur Balken, reg ich oben drauf, Junge, reg mich nicht auf, Junge. Es ist so eine Power, Digga. Bastard, kommst du nur 10% auf ein Seil deiner Wahl und häng dich bitte weg. Hol dir jetzt über den Code Snacks 10 Seile deiner Wahl. Du Bastard, komm Snacks 10% auf ein Seil deiner Wahl und häng dich bitte weg, du Bastard. Komm Stuhl und Balken, leg ich oben drauf, Junge, reg mich nicht auf, Junge. Komm Stuhl, Balken, leg ich oben drauf, komm und reg mich nicht auf. Ist auch vom Flow, das ist noch ein bisschen widersprüchlich, was ich vorher gesagt habe, mit Zeilensprünge. Er macht Zeilensprünge, macht er nicht, aber er hat auch hin und wieder so eine interessante Reimsetzung. Zum Beispiel dieses, leg ich mit drauf, komm und reg mich nicht auf, findet davor im Reim gar nicht statt. Dein Leben ab, bist du freiwillig über'n Schlauch an deinem Auspuff flutscht. Jetzt kommt die Eins wieder, neue Zeile, neue Punchline aufgebaut. Hol dir jetzt mit dem Cold Snacks 10% auf ein Seil deiner Wahl und häng dich bitte weg, du Bastard. Komm, Stuhl und Balken, reg ich oben drauf, Junge, reg mich nicht auf, Junge. Guck mal, dieses... Leg ich oben drauf, komm und reg mich nicht auf, Junge. Das ist so völlig von dem Reim weg und einfach so ans Ende der Zeile gegangen. Das mag ich, das macht Eric Serban auch oft. Dass man so eigentlich so die erste Zeile, so die ersten eineinhalb Zeilen irgendwas so mit Reim faselt oder da auch gar nicht. Da ist gar kein Reim, da ist nur weg, du Bastard. Und dann nimmt man einfach was komplett anderes, was sich auf gar nichts reimt, aber sich dann in sich reimt. Ich kann es nicht mehr so gut erklären, aber vielleicht kann mir irgendjemand folgen, Digga. Feier ich auf jeden Fall. Lass den Spliff nochmal kreisen, nimm meinen letzten Zug wie tote Fixer auf Gleisen. Kings. Nimm meinen letzten Zug wie tote Fixer auf Gleisen. Lass den Spliff nochmal kreisen, nimm meinen letzten Zug wie tote Fixer auf Gleisen. Kings Snacks, ich muss nix mehr beweisen. Aber der hat immer diese Punchlines drin, das ist so krass. Nimm meinen letzten. Ich muss nix mehr beweisen, kommt jetzt. Zug wie tote Fixer auf Gleisen. Kings Snacks, ich brauch nix mehr beweisen. Deutsche Rapper machen TikToks beim Scheißen. Wer soll den Wichs noch begreifen? Bei Blicken in den Spiegel krieg ich jetzt noch einen Steifen. Manchmal, wenn ich mich selbst sehe, denk ich mir, wär ich eine Frau, dann würde ich wahrscheinlich auf mich selbst stehen. Ich könnte den ganzen Tag nur Geld zählen, rausgehen, rumfahren, viel von der Welt sehen. Muss ich gerade dran denken, war Pillard in dem Fall, aber war auch aus dem Liebe, ich glaube aus Liebe zum Spiel im Album. Ich bin mein Begreifen, bei Blicken in den Spiegel krieg ich jetzt noch einen Steifen. Eigener Kopf, ich bin mein eigener Boss. Mein Album fickt Deutschraps Mutter ein Dreieck ins Loch. Was ist das? Ich hab nachgedacht. Das ist so, Alter, meine Punchline.
Deutschrap ein Dreieck ins Loch, verstehst du? Das sind so diese, ich bin dicht wie eine zu ne Tür, ich dreh dein Arsch, bis ich dein Gesicht durch die Schuhe spür. Verstehst du? Das ist so diese Snagger-Zeile, der hat da auch mit Klaviertasten. Alle, diese Gewaltzeilen, was er jemanden antut und dann mit so einem Vergleich, der eigentlich ja, was heißt, keinen Sinn macht, aber der so völlig übertrieben ist, das ist auch so ein typisches Snagger-Ding, Digga. Ich Deutschrap Dreieck ins Loch, verstehst du? Boss, mein Album fickt Deutschrap. Das ist typisch Snacks S zum A, ja, Mann. Übrigens, Snagger, Digga, solltest du das sehen? Ich glaube, du siehst es. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich habe letztens war ich am Flughafen. Ich trainiere mich im Moment so ein bisschen, weil ich fliege im Sommer mal wieder nach langer Zeit und ich habe ein bisschen Panikattacken und Kicks und so, ne? Jetzt gar nicht wegen Flugangst, sondern einfach dieses ganze Tohuwabohu drumherum so, ne? Flughafen, viele Menschen, Check-in, Border, Platz suchen, Rollfeld, bla bla bla, mit Kind dabei, Freunde dabei, Ding Dong Ding, ich krieg total die Kicks. Und deswegen konfrontiere ich mich oft. Was heißt oft? Ich war bis jetzt dreimal am Flughafen, bin dreimal mit meinem Sohn und meiner Frau, letztes Mal waren es Freunde noch dabei, einfach am Flughafen rumgegangen, hab gechillt da, bisschen einfach so den Tag am Flughafen verbracht. Und ich wurde da diverse Male erkannt, es war echt ein Tag, ich wurde noch nie an einem Tag so oft erkannt. Jedenfalls einer, der mich erkannt hat, stand beim McCafé. Wenn du das siehst, Grüße gehen raus, Digga, ich hoffe in Thailand war's geil. Er steht da so mit so einem Kaffee und guckt mich so an mit seiner Frau und nickt nur so. Und ich denke, was geht? Er so, was geht? Ich sag, kennen wir uns? Er sagt, nee, ich kenn dich nicht. Du kennst mich nicht, aber ich kenn dich. Ich sag, okay, geil, Alter. Der war so 45, hab ich gefragt, der war 45 Jahre alt. Und er sagt auf einmal so, ey, du hast ja auch, ich weiß nicht, ob ich einen Vorname, weiß man, wie Snagger mit Vornamen heißt? Ich sag's jetzt hier nicht, weiß er, will er vielleicht nicht. Jedenfalls, du hast ja letztens auch auf den Piep reacted, sagt der Typ zu mir. Und ich sag, wen? Ja, auf den Piep. Ich so, ich weiß nicht, wen du meinst. Und er sagt, ja, Snagger. So, ach, ja, krass. Ja, ich bin ein Nachbar von dem gewesen. Wir haben jahrelang zusammen gewohnt. Ich sag, ja, wie krass ist das, Alter? Ja, richtig. Und er sagt, ja, Mann, richtig fett, was der jetzt auch wieder macht. Aber die haben leider keinen Kontakt mehr. Aber solltest du Grüße von ihm bekommen haben, dann war ich derjenige, der diese Grüße gesendet hat. Kurze. Tim David. Okay, Tim, ja. Tim hat er gesagt. Dann kann ich das sagen. Tim, alles klar, ja. Jetzt noch ein Steifen, eigener Kopf, ich bin mein eigener genau. Boss. Mein Album fickt Deutschraps Mutter ein Dreieck ins Loch, verstehste? Mein Album fickt Deutschraps Mutter ein Dreieck ins Loch, verstehste? Ich hab nachgedacht, hab was klar gemacht. Punkt für Punkt, ein Hund aus deinem Star gemacht. Jeder Part ist wie ein Artefakt. Mein Flow ist so dope, der kommt mit Stempel in Zellophan verpackt. Trab ab. Mein Flow, der kommt mit Stempel und Zellophan verpackt. Digga, mir ist so, ich schwitze heute so wirklich so. Ich hab's die ganze Zeit so versucht mit Handtuch so, ne? Kaffeeförder natürlich auch. Ich glaube, das Einzige, was mich jetzt hier noch vor dem totalen Schwitzetod wirklich retten kann, ist der Hydration Drink von meinem Partner Holy. Heute wieder eisgekühlt mit Eiswürfel. Cranberry ist der Geschmack. 100% vegan, so gut wie kein Zucker. Mineralien, Kokoswasser, Elektrolyte, alles in einem. Und davon gönne ich mir jetzt mal einen richtig schönen Riff. Zu finden ist das Ganze über den zweiten Videolink in der Beschreibung. Den zweiten Link in der Videobeschreibung. Gibt auch Eistee, Energy Drinks, alles 100% vegan, so gut wie kein Zucker. Rein da, die ganze Familie. Rabattcodes natürlich auch dabei. Hör mal, man nennt mich doch auch Gönjamin. Frag dein Nagellack, frag nach, Mann. Ich bin kein Spaß, wenn ich Palava hab. Digga, das sind so viele Zeiten. Frag Pillard und Manuel, ich komm nicht klar, wenn ich saufe. Leute sagen, gönn dem Typ im Laden eine Pause, frag Pillard und Manuel. Ich komm nicht klar, wenn ich saufe. Believe it. Mittlerweile hab ich Eier wie verbrannte Rosinen. Ich eure Mütter, Schwestern, Tanten, Cousinen. Snacks, Bitch. Ich bin mein eigener Chef. In meinem eigenen Geschäft. Du bist die einzige in deinem eigenen Puff, Junge. Was soll dein Haarschnitt nutzen? Mit deinen Klamotten würde ich mir nicht mal den Arsch abputzen. Ich bin stark dein Nagellack. Frag nach, Mann, ich bin kein Spaß, wenn ich Palaver hab. Bin der Mann, der dir ein Grab verpasst, dich auspuddelt und danach ein paar Tagen auf dein Kadaver kackt. Ja, das ist ja übel, Digga. Joe Pesci shit. I'm gonna kill you, commit suicide and kill you again. Das sagt Jay-Z in einem Song. Irgendwas mit Joe Pesci. I kill you, commit suicide and kill you again. Grab verpasst, dich auspuddelt und danach ein paar Tagen auf dein Kadaver kackt. Kritisier mich doch, ich seh dich nicht. Denk an mich, wenn du nächstes Mal auf einer Schere sitzt. Komm zum Test. Auf einer Schere sitzt.
Warum? Was das Sprichwort check ich nicht? Oder was ist das für eine Schere? Seh dich nicht, denk an. Das ist gerade für mich random irgendwie. Mich, wenn du nächstes Mal auf einer Schere sitzt. Komm zum Testen, doch ich wehre mich. Weil Menschen sterben, aber Ehre nicht. Yeah. Ey, ich hab endlich wieder was, glaubt mir, ich bring morgens meinen Sohn in den Kindergarten und ich sag euch ja immer, schon immer diese Playlist, ne, diese History-Playlist, die ich schon tausendmal in gezeigt habe, wo einfach nur diese ganzen Army-Raps von 1998 bis 2003, so älter ist es nicht, zumindest 99% davon, so in dieser Zeitspanne, ne, und ich bin so froh, dass ich morgens meinen Sohn in den Kindergarten bringe oder auch einfach, wenn ich mal rumfahre oder irgendwo unterwegs bin, Digga, dass ich einfach mal wieder auf Spotify gehen kann und sagen kann, geil, ich mach jetzt Snagger an. Ich mach jetzt Snagger an, Digga. Die Filmzitate da weg! Exactly the same story from Auburn. Two motorcyclists jabbing at his tire with a knife. The identification.